Ja, hallo, wieder willkommen zum neuen Video aus der Werkstatt. Und heute machen wir jetzt mal endlich den lang angekündigten, lang versprochenen zweiten Teil von der APTM-Kaufberatung. Und wie machen wir das? Das ist ein bisschen schwierig, sich das, ich sage jetzt mal, anzugucken, weil, ja, das ist nicht so ganz einfach anzugehen, weil im ersten Teil haben wir uns ja das Thema Karosserie angeguckt, im zweiten Teil gucken wir uns jetzt mal Thema Technik an. Und da ist mein Luigi hier letztendlich eine ganz gute Basis dafür, um sich das anzugucken, weil er eben, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt ein Spitzenexemplar der Gattung APTM ist, aber genau da, das ist in dem Fall jetzt mal gar nicht schlecht, weil wir können uns das jetzt mal anschauen, und zwar die elementaren Dinge, dass so ein Fahrzeug ordentlich anspringen, dass der Motor sauber laufen muss, dass er Leistung bringen muss, dass das Teil gerade ausfahren soll und so weiter. Das ist klar. Ich glaube, da brauchen wir echt keine Worte drüber zu verlieren. Das wäre komplett sinnlos. Was wir jetzt mal machen, und das ist vielleicht ganz interessant, ist, ich sage jetzt mal, so ein elementarer Technikcheck. Wir schauen jetzt einfach mal ein bisschen drüber. Was ich halt sowieso von Zeit zu Zeit mache, ich war jetzt vor ungefähr einer Woche bei Michael zum Ölwechseln, weil Ölwechsel mache ich hier nicht selber. Das ist einfach, ja, ich sag mal so, es ist mit Hebebühne einfach deutlich einfacher. Und was wir jetzt hier machen, ist die restliche Inspektion. Das heißt, wir machen neue Zündkerze rein, neuen Luftfilter rein, gucken einfach mal allgemein drüber, wie ist die Kiste so beieinander. Und nun gut, schauen wir einfach mal. Wenn wir jetzt mal hier von oben in den Motorraum reingucken, was man bei der TM immer mal angucken sollte, ist die Ölpumpe. Ein bisschen Öl schwitzen, tun die immer. Also so wie es jetzt hier aussieht, sieht das eigentlich bei viel gelaufenen TMs immer aus. Es ist okay, wenn das hier so ein bisschen angeschlottert ist. Das ist jetzt nicht schön und auch nicht toll. Aber es ist eigentlich immer so. Es ist letztlich nicht zu vermeiden. Ich mache das dann sauber, jetzt dann im Rahmen der Inspektionsarbeiten. Und beim nächsten Mal sieht es wieder so aus. Was man halt gucken muss, ist vor allen Dingen hier diese Speiseleitung. Das ist eine Metallleitung, die kann theoretisch durchrosten. Wie ist die beieinander? Ob es an der Leitung irgendwo runterläuft oder nur an den Anschlussfittingen. Solange es nur die Anschlussfittinge sind, ist das noch tolerierbar. Und dann die eigentliche Ölförderleitung zum Motor bzw. zum Lager. Das ist diese Weichleitung hier. Die muss hier, der Gummi muss in Ordnung sein, sonst scheuert es sich hier durch. Und sie sollte halt auch keine Schäden aufweisen, so wie jetzt hier. Das ist, wie gesagt, das ist nicht schön, aber so ist das okay. Was man dann hier in dem Bereich auch mal angucken kann, ist der Auspuff. Der ist jetzt hier, ja gut, ich schätze mal den Winter noch. Im Frühjahr reden wir über einen neuen. Der ist schon ganz schön knusprig. Das Thema Auspuff wollen wir uns dann später noch mal ein bisschen genauer angucken. Und na gut, ansonsten sieht das soweit eigentlich alles relativ ordentlich aus, jetzt so auf den ersten Blick. Sind halt so die typischen Sachen. Was jetzt hier so ein Klassiker ist, da hinten der Luftansaugschlauch. An dem Durchgang durch die Schottwand scheuert sich ganz gerne durch. Ich habe jetzt da die, ich sage mal, italienische Lösung gemacht mit einem Stückchen HT-Rohr an der Stelle. Kann man auch anders lösen. Was wir jetzt auf jeden Fall dieses Mal im Rahmen des Checks machen, ist, wir werden mal den Auspuff abnehmen und den Auslassschlitz entkohlen. Das ist einfach mal wieder fällig, weil ich das schon länger nicht mehr gemacht habe. Das ist natürlich nichts, was man im Zuge, also ein Auspuff abbauen, ist nichts, was man im Zuge von der Besichtigung macht. Da wird euch der Verkäufer herzlich einen Husten, worauf ihr mal bestehen solltet, ist während der Probefahrt mal die Heizung einschalten, und zwar nicht nur für 2 Sekunden, sondern schon so lange, bis ordentlich Luft rauskommt. Es darf dann nicht nach Abgasen riechen. Riecht es nach Abgasen, ist die wahrscheinlichste Erklärung eine undichte Krümmerdichtung. Und generell kann es sich lohnen, diesen kleinen Deckel hier mal abzunehmen. Das sind diese 4 Schrauben, in denen ich jetzt gerade da bin. 3 auf der Seite und 1 hinten. Dann kommt man nämlich an den Auspuffkrümmer dran. Und dann, dessen Zustand ist nämlich auch im Rest. Und es sind natürlich 5 Schrauben und nicht 4. Hier hinten ist auch noch eine, die den Ölleitungshalter da fixiert. So, jetzt hat aber. Dann kann man nämlich dieses Deckelchen hier rausnehmen. Und dann haben wir den Auspuffkrümmer vor uns. Und hier in diesem Bereich hier rosten sie ganz gerne durch. Hier ist er noch ganz gut. Das passt noch. Und was wir jetzt machen ist, wir machen jetzt die Krümmerschrauben auf. Wichtig ist natürlich, dass der Motor abgekühlt ist dafür. Das machen wir jetzt in dem Fall. Und dann hier hinten die beiden Halteschrauben für den Endschalldämpfer. Und dann haben wir den Auspuff mal unten. Ich mache jetzt aber ohne Kamera, weil sonst komme ich nicht gescheit hin. So, die Schrauben unten sind auch raus. Ich hole den Auspuff jetzt gar nicht ganz raus, weil das brauchen wir zum Entkohlen gar nicht. Weil zum Rausholen sollte man den Gastuch noch aushängen, aber das sparen wir uns jetzt. Das, was wir sehen wollen, sehen wir jetzt auch so. Ich muss jetzt nur mal die Kamera ein bisschen umsetzen, dass ihr auch was seht. Also mit zur Seite geschobenem Auspuff haben wir freien Blick in den Auslassschlitz. Und was wir jetzt da sehen, ist jede Menge Ölkohle.
mal nachgeguckt. Das letzte Entkohlen ist jetzt 15.000 Kilometer her. Und was wir jetzt mal machen, wir können jetzt am Lüfterrad mal den Kolben drehen. Können wir an den Kolbenringen vorbeigucken. Sehen, wir haben keine Fressspuren auf der Auslassseite, nur ganz leichte Laufspuren. Was ich jetzt gerade mache, ging halt leichter, wenn man die Katze vorher ausbaut. Bin jetzt selber schuld. So. Schaut gut aus. Wir haben auch keine großartigen Verkohlungen unterhalb vom unteren Kolbenring. Und wenn wir ihn jetzt ganz nach unten drehen, den Kolben, den unteren Totpunkt, dann sehen wir auf der anderen Seite die andere Wand vom Zylinder. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sehen mit der Kamera, weil ich entweder Licht reinkriege oder die Kamera. Aber man sieht sogar ein bisschen den hohen Schliff noch. Der Zylinder ist völlig in Ordnung. Und was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen das jetzt natürlich mal entkohlen. Und da ist die Vorgehensweise relativ einfach. Dann machen wir jetzt erstmal die Krümmerdichtung weg. Die alte, da gibt es natürlich eine neue. Wenn man das macht, man natürlich vorher eine neue Dichtung besorgt haben. Sonst hat man ein Problem. Na, ach komm schon. Ja, das ist nämlich das Problem, dass sich die eigentlich immer festsetzt hier. Und die nicht zerstörungsfrei rauskriegt. Und selbst wenn, ist sie normal völlig verbrannt. So. Und jetzt gehen wir einfach her. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher da ein bisschen die lose Ölkohle wegkratzen. Und anschließend kann man noch vorsichtiger mit einer kleinen Feile den Auslassschlitz sauber machen. Ah, das schaut schon deutlich besser aus. Und jetzt liegen natürlich aber die ganzen Brocken da unten drin. Das ist jetzt das Problem. Wenn wir den Motor jetzt durchdrehen, machen wir ihn kaputt. Und deswegen ist es auch wichtig da dabei, dass der Kolben im unteren Totpunkt steht. Und fällt nämlich nichts runter in die Kurbelcover. Weil der Einlassschlitz ist weiter unten. Der wird in dem Fall jetzt noch vom Kolben komplett verdeckt. Das ist der, ich sag mal, der Vorteil beim T-Motor. Bei vielen anderen Zweitaktern würde ich das auf keinen Fall so machen. Und was man jetzt machen kann, da der Auslass ziemlich groß ist, aber einfach mit dem Staubsauger reingehen und den Dreck rausholen. Ich habe jetzt gerade noch gesehen, der hat hier irgendwas in der Kühlluftführung drin stecken. Das ist natürlich auch nicht ideal. Da machen wir jetzt aber erstmal den Auspuff wieder dran. Ihr seht, da drin ist jetzt wieder richtig schön sauber. Auch der ganze Dreck aus der Zylinderbohrung ist raus. Und dann müssen wir mal hier beim Lüfterrad die seitliche Abdeckung hier abbauen. Und mal gucken, was da drin steckt, weil das ist natürlich nicht ideal. Aber wie gesagt, das bauen wir erst einmal hier alles wieder zusammen, dass da uns nichts reinfällt. Da jetzt noch ein ganz kurzer Hinweis. Die originalen Krümmermuttern, die Piaggio verwendet, sind Messingmuttern. Und da sollte man sich auch dran halten. Denn der Vorteil von den Messingmuttern ist, die rosten nicht so ganz gemein ein. Weil Stahlmuttern an der Stelle, die werden wie verschweißt. Die kriegt ihr nach 2 Jahren nur noch der größten Schwierigkeiten auf. Und bei Messingmuttern habt ihr den Vorteil, die Mutter ist weicher als der Stehbolzen. Das heißt, im schlimmsten Fall macht ihr nur die Mutter kaputt. So, der Auspuff ist wieder drin. Dann schauen wir uns das mal an. Mit diesem, was auch immer da in der Kühlerführung steckt. Machen wir jetzt erstmal hier den Luftschlauch weg. Das ist sowieso notwendig für einen der nächsten Schritte. Jetzt gehen wir hier rüber. Und die Kühlerhaube ist ja auch hier nur mit ein paar Schrauben und hier hinten mit so einer Drahtspange befestigt. Da hängen auch irgendwelche Reste dran. Das sieht fast aus wie das Fell von irgendeinem Vieh. Kann gut sein, dass ich das jetzt danach herausschneiden muss, weil da irgendein Hackstück des Vieh drin hängt. Schauen wir mal. Das ist jetzt ein paar Jahre her, da hatte ich da drin ein wenig appetitlich angerichtetes Eichhörnchen. Aber dieses Mal haben wir, glaube ich, Glück und das ist nur irgendein oller Lappen. Schauen wir mal, ob wir den da rauskriegen. Doch irgendwie von hier oben. Den hat es komplett in die Kühlrippen reingestopft. Okay, das wird mit Kamera nichts. Wo auch immer der herkommt. Jetzt ist er wieder da raus. Ein Mist. Ein Dreck, der auf der Straße gelegen ist, den das Vieh angesaugt hat. Und jetzt, wenn wir schon mal da drin sind, können wir mal den Keilriemen prüfen. Vom Dünnerstatter, ob die Vorspannung passt. Ja, das sieht gut aus, der hat auch keine Risse. Dünnerstatter ist schön freigängig. Läuft schön leicht, so wie es sein soll. Und was man dann auch mal machen kann, ist ihn am Polrad packen und am Polrad wackeln, ob da Spiel drin ist. Kuppel in Hauptlager. Scheint auch in Ordnung sein. Gut, können wir den Deckel wieder drauf machen. Was wir jetzt hier hinten mal sehen, das war ja auch noch ganz interessant, da hinten ist der Eingang vom Schaltgestänge. Auch da ist es immer gut schmierig und unten drunter die linke Antriebswelle. Das ist aber bekannt, da ist der obere Simmerring nicht mehr so schick. Das steht für den nächsten Service bei Michael schon auf dem Zettel. Deswegen ist es da gut ölig. Sowas ist natürlich ein Mangel. Es gibt auch potenziell Ärger beim TÜV.
Und ebenfalls hier hinten links ist das zentrale Masseband vom Motor. Da muss ich mal ein bisschen kräftig dran ziehen, ob das noch in Ordnung ist. Die werden ganz gerne mal morsch, die Teile. In dem Fall ist es aber in Ordnung. Wenn das kaputt ist, das verursacht allerlei lustige Elektrikprobleme. Hört und sieht man immer wieder bei TM-Fahrern, dass sie da Probleme haben. Und gut, das ist ein Standard-Masseband, gibt es für ein paar Euro in jedem ATU. Das ist nicht das Ding, aber prüfen sollte man es halt trotzdem. Und hier unten, unterhalb von der Lüfterradabdeckung, ist ja die Treibstoffzuleitung vom Tank. Und hier der Vergaser. Und da ist hier an der Stelle, wo der Treibstoffloch in den Vergaser geht, in diesem kleinen Dom, da ist ein Treibstofffilter drin. Und den prüfe ich auch ganz gerne. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wenn man das ohne Sauerei hinkriegt. Man kann natürlich einmal vorne den Benzinhahn am Tank zudrehen. Dann hat man nur das Problem, dass in der doch relativ langen Benzinleitung ist vergleichsweise viel Treibstoff drin. Und der läuft natürlich aus. Und deswegen, ich mache es eigentlich immer mit so einer Klammer. Und dann kann man nämlich hergehen und hier 10er Schlüssel das hier aufschrauben, was ist aber auch jetzt wieder sowas ist, was mit Kamera nicht zu machen ist. Das ist tatsächlich jetzt auch einer der Gründe, warum das Video so lange auf sich hat warten lassen. Einfach, naja, soll man sagen, es ist einfach schwierig, das zu filmen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein wirklich tolles Video wird, wo jetzt jemand, der sich nicht ganz sicher ist, wirklich was dabei lernt. Das müsst ihr dann entscheiden. Vielleicht ist der ein oder andere Tipp ganz hilfreich, aber ja, so richtig großartig wird das nicht. Da haben wir das Filterchen und das ist, wie zu erwarten, fast absolut sauber. Das hat sich ein bisschen verfärbt. Ganz, ganz minimaler Dreck ist drin. Jetzt muss ich ein bisschen Bremsenreiniger durchwaschen. Und außerdem vorm Einbau ziehe ich noch neue Handschuhe an, weil der Dreck jetzt hier, der ist jetzt von meinen Handschuhen. Das ist genauso, wie man es zu erwarten hat, so wie es eigentlich auch sein sollte. Sehr schön. Nun gut, das haben wir dann auch geschafft. Das ist alles wieder ordentlich beieinander. Jetzt machen wir noch den Luftfilter. Luftfilter ist tatsächlich relativ simpel bei der TM. Dafür könnte auch der Schlauch dranbleiben. Man muss einfach nur, das sind an der Oberseite drei so Rändelschrauben, die leider immer relativ fest sitzen, die man dann mit dem Zangerl aufmachen muss. Aber diese hier, die da hinten und da vorne ist auch noch eine und dann kann man den Deckel aufmachen. Aber wie gesagt, da muss ich mit dem Zangerl rangehen, weil die sitzen immer fest. So, jetzt Deckel hier raus, ein bisschen putzelig, aber es geht. Und da drin haben wir den Luftfilter. Und naja gut, der ist jetzt ein Jahr drin und ja, ist kein Luxus, ein neuer. Schauen wir mal in den Luftfilterkasten, da gehen wir dann auch nochmal mit dem Staubsauger durch. Ist noch ein bisschen Dreck ist drin, wobei es in den Luftfilterkästen nicht immer relativ sauber ist. Was ist das hier? Keine Ahnung, irgendein Schlonk, den er eingesaugt hat. Aber ja, im Großen und Ganzen sieht das recht ordentlich aus. Immer schön, wenn man dann so einen alten und einen neuen Filter mal nebeneinander legt. Vor allem, wenn man dann hier mal so in die Lamellen reinguckt. Dann sieht man, wie viel Dreck da sich doch über so ein Jahr ansammelt. Das ist schon immer irgendwie beeindruckend. Hier unten in dem Bereich gibt es noch zwei Sachen, die man unbedingt prüfen sollte. Also jetzt sowohl bei der Inspektion als auch beim Kauf. Und das eine ist dieser Ansaugschlauch hier. Also die Verbindung vom Luftfilterkasten zum Vergaser. Der wird nämlich ganz gerne mal rissig. Hier ist er noch gut. Den haben wir auch vor gar nicht allzu langer Zeit neu gemacht. Und dann hier diesen Gummiflansch zwischen Vergaser und Ansaugstützen, also dieses Teil hier. Das zeigt auch ganz gerne mal Risse und ist hier aber in Ordnung. Das passt. Das ist hier alles in Ordnung. Das Einzige, was ich jetzt hier noch machen muss, da hinten seht ihr, dieser Schlauch ist jetzt hier mit dem Kabelbinder befestigt. Das habe ich gemacht, weil ich tatsächlich während der Fahrt diese Schelle verloren habe. Die war durchgerostet. Die lag hier unten dann in der Verkleidung drin. Und die war einfach völlig verrottet und ist runtergegangen. Und die andere hier oben sieht auch nicht sehr viel besser aus. Und da habe ich jetzt neue Schellen besorgt, das Edelstahl. Die machen wir jetzt noch schnell rein. Und dann passt das hier in dem Bereich auch. So, jetzt haben wir hier zwei neue Schlauchschellen. Und jetzt machen wir noch die Zündkerze. Und dann sind wir nämlich eigentlich durch mit unserem Routine-Technik-Check. Passt das soweit eigentlich? Schau, wie die Zündkerze ausschaut. Ist auch ein Jahr drin. Eingeklebt, eingerostet, das gute Stück. So, schauen wir mal. Was er eigentlich nicht haben. Und ja, das sieht sehr gut aus. Sie ist natürlich krustig, klar, vom vielen Fahren. Aber die Farbe passt. Das kommt jetzt auf der Kamera. Ich weiß nicht, wie gut das auf der Kamera rüberkommt, aber diese berühmt-berüchtigte rehbraune Farbe. Hier bei Tageslicht sieht man es nochmal besser. Dann passt das. Die kann man so lassen. Gut, die Elektrode ist ziemlich runtergebrannt. Ja gut, ich meine, die ist jetzt, wie lange ist die drin? 10.000 Kilometer. Das ist völlig in Ordnung.
Das kann man so lassen. Ja, das Jahr, so grob 10.000 Schriften. Es hört 2 Inspektionen. Alle 5.000 kommen wir zur Inspektion bei Michael. Und ja. Und was ist es? Eine B7 HS. Auch das ist richtig für eine Original-TM. Gut rostig, das Ding. Die fliegt eh von Schrott. Gibt's eine frische. Nun gut, das machen wir erstmal alles noch ordentlich sauber. In den Kasten noch durchsaugen. Das hatte ich heute noch vor, alles wieder zusammenbauen. Nummernschild hatte ich jetzt abgenommen, dass er unten den Luftfilter besser sieht und solche Sachen. Das mache ich jetzt noch schnell und dann machen wir zusammen noch eine Probefahrt und da erkläre ich euch dann noch, auf was bei der Probefahrt zu achten ist. Die Probefahrt macht man natürlich idealerweise auf irgendeiner möglichst kleinen, einsamen Landstraße, wo man niemanden stört. Und wichtig ist, nicht nur 100 Meter fahren, nicht nur 200 Meter fahren, sondern wirklich ein Stück. Der muss richtig warm werden, weil dann kann man auch mal probieren, ob er auch warm vernünftig anspringt. Wenn ich jetzt hergehe und den abstelle mit warm gefahrenem Motor, was haben wir jetzt von der Werkstatt aus? Keine Ahnung, 5-6 Kilometer. Wenn wir wieder einschalten, der muss sofort wieder kommen und vor allem ohne Gas. Ich darf kein Gas geben müssen. Und gar nicht bei warmem Motor. Und was auch immer ein Test ist bei warmem Motor, wenn er im Leerlauf läuft, man zieht einfach mal den Choke, muss er ausgehen. So wie jetzt. Ansonsten haben wir irgendwo ein Problem. Wenn er mit Choke besser läuft als ohne, dann hat er irgendein ganz krasses Problem mit Falschluft. So, jetzt haben wir natürlich die Zündkerze verkokelt, jetzt braucht er einen Schluck Gas, aber danach läuft er wieder ordentlich. Und einfach mal fahren. Natürlich, dass man jetzt alles mal ausprobiert. Dass alles geht, die ganze Elektrik und so, dass das alles funktioniert. Das sollte selbstverständlich sein. Was man gucken muss, die Lenkung, speziell bei den Lenkradmodellen, die muss ich von alleine zurückstellen. Das Lenkrad steht fast nie absolut gerade. Und schon gar nicht auf einer Straße, die so wie hier leicht schräg ist, ganz gerade ist. Und dann, gut, was haben wir jetzt? 35 km/h. Dann einfach mal eine Vollbremsung machen. Idealerweise zieht er 3 gleich lange gerade Striche. Er darf auf keinen Fall zur Seite versetzen. Das ist das, was man sehen will dabei. Dann sollte man, wenn es die Straße hergibt, durchaus auch mal versuchen, auf Höchstgeschwindigkeit zu kommen. Eine gesunde, technisch einwandfreie TM sollte irgendwo zwischen Tacho 60 und Tacho 70 laufen. Also ich sage jetzt mal so 65 auf dem Tacho als Ziel. Dann kann man davon ausgehen, dass es grundsätzlich mal passt. Und es muss mechanisch leise sein. Ich meine sicher. Schauen wir mal Höchstgeschwindigkeit, also Luigi schafft es, hat den Test bestanden. Nein, der Punkt ist vor allen Dingen auch der, es muss vor allen Dingen mechanisch leise sein dabei. Kein Klappern, kein Scheppern, kein Rumpeln. Eine TM ist nach keinem Maßstab dieser Welt ein schnelles Fahrzeug. Was sie aber nicht ist, ist eine Klapperkiste. Und das Fahrzeug darf auch nicht schwimmen. Also man muss wirklich, wenn ich jetzt bei etwas höherem Tempo einlenke, ich muss ein sofortiger Rückmeldung aus der Lenkung kriegen. Und es darf nicht sein wie in den alten Filmen, wie Clark Gable im Cadillac, der 3 Umdrehungen Spiel im Lenkrad hat, bevor irgendwas passiert. Ist übertrieben gesagt. Das darf nicht sein, weil dann stimmt irgendwas nicht. Und dann ist es höchstwahrscheinlich eine Fahrwerksgeschichte und Fahrwerk ist teuer. Deswegen, gerade wenn man ein Fahrzeug kaufen will, darauf sehr achten. Das ist einer der Punkte, wo man der TM richtig Geld loswerden kann. Und ansonsten ist das eigentlich alles gesunder Menschenverstand. Guckt euch das Fahrzeug an und vor allem guckt euch auch den Verkäufer an. Ein ehrlicher Verkäufer wird euch in der Regel ein ehrliches Fahrzeug verkaufen. Wenn ihr ein komisches Gefühl habt, lasst es. Aber wenn ich mir angucke, wie die Preise für TMs sich in den letzten paar Jahren entwickelt haben, man kriegt mittlerweile für ein absolut utopisches Geld teilweise einen wirklich abenteuerlichen Schrott angeboten. Und da ist mir dann auch ehrlich gesagt eine Karre wie mein Luigi lieber. Der sieht nicht schön aus, der ist dreckig, er riecht komisch, aber da passt alles. Und sowas ist besser als irgendein hochglanzpolierter Schaufenschrott. Weil sieht man öfters mal. Hat mir letztens mit einem Bekannten zusammen der TM angeguckt. Sie hatte wenig Kilometer, laut Tacho zumindest, falls das der Tacho war, der zu der Ape gehört hat. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Und die sah wirklich aus wie neu. Aber wenn man drunter geguckt hat, war das komplett verbastelter Schrott. Da wären Tausende reingeflossen, bevor da eine ordentliche Ape draus geworden wäre. Da passt es auf und wie gesagt, es ist eigentlich relativ simpel. Das ganze Video hier ist jetzt, wie ich schon gesagt habe, kein klassisches Kaufberatungsvideo. Kein guckt euch dieses, guckt euch jenes an Video. Das geht auch gar nicht, das bringt nicht viel. Wenn jemand
unerfahren ist, sollte er, wenn immer möglich, jemanden mitnehmen, der die TM kennt. Wenn nicht, dann muss man sich auf sein Bauchgefühl verlassen und eine gute Technik geht vor gutes Blech und vor allen Dingen geht vor poliert und hochglanz und schick und sauber. Weil sauber machen und polieren ist relativ einfach. Marode Technik überholen ist schwierig und vor allem sehr teuer. Ich wünsche euch in diesem Sinne gute Fahrt mit euren TMs, die ihr schon habt oder noch kaufen werdet. Viel Spaß und ja, viel Glück, viel Erfolg, falls ihr euch eine kaufen wollt. Es lohnt sich, es ist ein schönes Fahrzeug. Ich möchte meine nicht mehr missen. Und nun ja, wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss!